Willkommen zurück bei The Crew 2 im Schnee. Was ist hier los, Nico? Wir haben jetzt ein, zwei Tage nicht gespielt und liegt einfach Schnee. Easy. Tschüss. Ja, ist mega geil. Am Arsch. Wenn wir das halt den schnelleren Wagen. Eigentlich, dass du schon drin schnelleren hast, weil du hast zumindest mehr auf ein höheres Level. Die Riff ziemlich geil auf dem Schnee. Ich hab den doch einen anderen Wagen, mit dem fahre ich doch gar keine Rennmatze. Oh, das heißt, für den bekomme ich gar keine Teile. Wir haben jetzt natürlich Pech gehabt. Nee, bei das sah es cool aus, wo wir reinkamen. Ja, Bremse auf der Kreuzung, du miese Hure! Ja, das wird schuld. Der macht eine Vollbremse, was mit auf der Kreuzung bleibt mitten drauf stehen. Was für ein Wichser, ey. Nice. Ey. Ja gut, wir wollten rennen. Wow, was gehört? Oh, Alter, ja, danke. Boah, Yoga. Aua. Wagen ihren Weg zum Street Racing. Hier ist ein Street Race, haben wir schon gemacht. Wollen wir machen? Du nimmst dein Grundmodell und machst ein Monster da. Ich glaub nicht. Nö. Das wirst du Glückspilz noch selber herausfinden. Wie geht das? Kenn ich das noch gesperrt? Oh. Ja, doof. Ja, besonders, wo ist das? Ja, hier in der Garage irgendwo, soll das sagt. Ah. Geht wahrscheinlich die Garage auf, dann kannst du da rein. Falsche Taste, ich wollte die Map. Scheiße. Geil. So. Dann. Ach, schon geil im Schnee. New York. Oder die Straßen spawnen. Warte, New York. Würde ich mal sagen. New York. Weil, kann man machen. Ich glaube, wir hatten nur zwei bisher, oder? Ich glaube. Ich denke mal. Ja, lass einfach machen. Wir müssen eh üben. Lass uns das machen. Wenn wir Schmarten hatten, wir schon mal egal. Ich bin da. Tito. Hä? Und dann Frage, Oh, vielleicht Kratzer. Scheiße. Ah ja. Der lädt auf jeden Fall. Da ist die coole Spot. Hi! Hä? Ich sehe dich nicht. Ich bin vorher neben dir, du hast mich reingefahren, aber okay. Ich sehe dich immer noch nicht. Es kann übrigens sein, dass. Alter, ja, geh doch einfach nach vorne, ein paar du Hure! Probleme zwischen uns bestehen, weil. ich habe einen sehr hohen Ping auf dem TS. Ja, ein 330er. Durchgeht. The Crew läuft bei mir komplett flüssig und alles, deswegen. Probieren wir es einfach. Ja, mach du mal. Das Problem ist, das startet nicht. Ja, lädt doch, ne? Warte, aber wir sind beim ersten Mal auch so ewig lang geladen. Ja. So, Nick, jetzt war's das. Nein, aufgeschnitten, Arschloch! Das war's doch extra. Ja, ohne dass ich dich sehe, machst du extra. Ramm mich. Ja, ging auf mich! Ich bin gerade genau vor dich gefahren, deine Mutter aber vorne gestreffen. Bumm. Ja, Pico, was soll ich recht neben dir stehen, ne? Ich seh dich halt. Kann ich auch kein Nitro nehmen. Ich bin auch hinter dir. Ja, fahr los, wo ich schnell reinfahren will. Ach du Hure, Alter. Wir fahren eh nur 50 km/h oder so, maximal. Ne, mich brauchst du nicht, Nico. Am Arsch. Nee. Bom. Hast du überhaupt hier lang gefahren? Alter, du rumst einfach wegkramen, ob ich gar nicht da bin. Und ich werde einfach weggeschleudert. Quasi. Unmöglich gegen dich anzukommen. Ja klar, weil du bei mir halt wirklich nicht da bist. Doch, wie letztens hier mit dem Dingens, weißt du noch? Hier, ich war erster gewesen bei mir, aber bei dir war ich letzter, weil ich einen Checkpoint verpasst hab. Ja. Ja, egal, lass mal. Neu reinfahren. Starten. Irgendwas geht hier mal wieder nicht. Weil, bringt ja nix. Fahr du zuerst ran. Wenn ich dich sehen würde. Also, mein, geht doch ohne, aber. Weltanladung. Ach, geil, dass ich dich wieder nicht sehe. Ja, fahr rein, oder? Wow. War? Hast du angenommen, okay. Mhm. So. Jetzt hat die Frage, wenn du irgendwo Ping hast, ob das vielleicht länger dauert, bis du das schaffen kannst. Ah, jetzt seh ich dich. Was? Hi. Oh, nö. Das kann ich auch wahrscheinlich weg. Nicht abhauen. Nein. Oh. Jetzt geht's auch los, Nico. Mal an. Hey. Ja. Wir sind zum Rennen. Was? Ich hab gebremst. Nico ist wahrscheinlich schon gemacht. Wir sind auch rechts gefahren. Ich hab's auch schon gemacht. Egal. Aber das Problem ist, wir haben sonst nur noch welche, die wir schon gemacht haben. Gibt's keine weiteren Rennen, muss es doch geben, ey. Also die anderen Sachen halt wahrscheinlich. Aktuell gibt's, glaube ich, nur drei. Also zumindest für Street Racing. Der Rest ist Offroad. Achso, Leute, wegen Schnee und so, ich glaube, kriegst du nicht auf Fahrverhalten aus. Genau, anscheinend. Scheiße.
Ey, Alter. War schon krass, Alter. Sonst haben wir im Spiel das mit dem Schnee immer erst voll verspätet gemacht. Wir sind mega viel dran. Das ist schon cool. Ja. Wir spielen jetzt weiter. Ja klar, Amy, Alter. Ist klar. Ja, stimmt, das wäre da eine Safe schon. Ja. Ich war so ein bisschen näher in den Kontrollpunkt mal durch. Ich hab wieder irgendwas rumbackt, Alter. Oh. Ja, der Schnee ist so richtig nicht gut. Sieht richtig tief am Schnee. Warte, hol mich einfach. Ey! Nee, er wollte mich nicht. Gib Gas! Ey, Nico! Entschuldigung. Danke fürs Anschieben. Ich hab die nur einmal von hinten angestummt, Alter. Das ist auch okay. Das war die Wand. War ja auch okay, weil okay, ich war ein bisschen unter der Stelle, hoffe ich. Oh, zu viel getüffelt. Ja. Alter Miura! Die dann nähen, also nervt, Alter. Also Miura. Ich starte aber voll in den Arsch. Kommt da noch an. Die Gegner einfach manchmal... So krass, überholen. Oh shit, Alter. Ja, die sind echt nicht schlecht, ne? Ja, aber manchmal überholen die so richtig krass und dann überholst du die für die easy. Ja, richtig. Und dann überholen die dich für richtig krass. Ja, wobei ich verschütze so meistens wieder ab, wenn die mich überholen wollen, aber... Einer wollte rechts überholen, ich habe nach rechts gezogen, da kam eine Wand. Der ist ein bisschen weg. Passiert, nein, ich dachte, ich bin die Gordon, das ist schon egal. War cool, wie das Auto hier mit den Nähen so, ne? Ja, so dreckig wird. Ja. Und die halt mit Schlamm wahrscheinlich. Nein! Alter, der hat mich wieder überholt. Nein, nicht kurz verziehen, du Hure! Ne. Ne. Ziel! Fuck! Oh, Alter, was knapp! Alter, wir waren Motorhaube am Motorhaube zum Schluss, der hat mich echt noch überholen, kurz verziehen. Was für ein Wichser, ey. Boah, Junge. Alter, warte, ich dachte, wo man mir umgebracht hat, sogar? Ich hab gar nicht mehr. Nee, das war durch die irgendwas. Kanäle. Cool. Man kann auch Aussicht freischalten. Cool. Ich habe irgendein Teil von der Front freigeschaltet. Aua. Ja. Hier kann ich mal Auto-Tune. Ich war noch hier irgendwo mit Start. Ja, Auto hat er Performance. Ich bin jetzt bei 153 übrigens. Ja, ich bin bei 135. Mir fehlen nur zwei Teile, die ich schon bisher noch gar nicht ausgetauscht habe. Okay. Nice. Wow. Alter. Aua, ey, du schießt mich ja. Da los. Hier sind Leute lang gefahren. Von hier? Egal. Ist jetzt so. Dings. Alter, schon wieder falsche Stadt. Ich verrechte Stadt und Option dort. Einmal drei Rennen. Was ist die Frage, was wir nehmen? Flugzeug und Dings. Wahrscheinlich müssen wir die auf einem schwereren Schwierigkeitsgrad machen, um weiterzukommen, oder? Oh, du wirst das die andere machen. Wir müssen doch beim. Nee, es war. Scheiße, das war nicht für die Payback, ne? Wo wir mal alle machen mussten, ein bisschen neue bekommen. Scheiße. Denkst du? Nee, da ging's doch auch mal weiter. Stimmt, da ist mich hier bei mir, da, weil da ist. Bei jedem Rennen ist ein, aber so ein grüner Balken, ein oranger und ein grauer. Das müssen wir echt dreimal machen, halt immer schwerer. Achso, ja. Und es gibt Street Racing HQ. Was gibt's denn da? Weißt du das? Das ist das, wo wir Autos kaufen können, unter anderem. Na gut. Also da, wo wir uns den anfangs kostenlosen Wagen. Wollen wir mal Offroad machen und gucken, ob wir was Neues dazu bekommen? Oder generell mal alle einmal machen und dann schauen wir mal, ob wir neue dazu bekommen. Gut. Okay. Dann Offroad. Hey, ah, du. Okay. Anscheinend ich bin Single. Wade Palmer. Vielleicht kennst du mich. Das ist meine Show. Ich suche nach jemandem, der abseits der gesteckten Pfade fährt. Ich leih dir einen Wagen. Mal sehen, ob du es drauf hast. Worum's geht? Schnapp dir die Schlüssel und finde es raus. Gewinnst du, behältst du das Auto und nimmst an ein paar echten Rennen teil. Wenn nicht, dann bekomme ich ihn zurück und leb wohl. Aber du verlierst doch nicht, oder? Nein, ich denke nicht. Na gut. Alter, geiler Raptor. Hat schon was. Okay, also Singleplayer-Rennen erstmal. Du musst lang? Einfach geradeaus wahrscheinlich. Ja.
Ey, wer ist unsichtbar? Ach, der Typ, wahrscheinlich, wo schneller sein muss und so. Oh, okay. Ja, die Vorgabe ist das. Na gut. Sollte nicht so schwer sein. Mal gucken, wie sich auch vor so verhält. Oder auf gleichzeitig Stadt haben wir auch ungefähr an der gleichen Stelle die ganze Zeit. Ja, so einigermaßen zumindest. Oh. Oh lol, da sollte ich auf nicht bleiben. Fuck. Bist du recht lang gefahren? Nein. Jein. Halbwegs mittendurch. Ah, okay. In Kakteen, Junge. Hilfe. Ah, ja. Ich auch gerade durch. Oh, komm weg, Joe, Junge. Gib Gas. Komm. Okay, Nitro. Komm, bist du noch. Du schaffst das. Rechts. Nitro. Ja, ich weiß. Aber hab gerade keinen mehr. Er steht bei mir auch gerade da. Alter. Controller, hör auf zu vibrieren, Mann. Ich weiß, dass die Offroad ist. Oh, ein Checkpoint. Ja, dadurch. Ja, ich hatte schon bei den Fackeln da. Fackeln vor allem fahren. Fackeln. Ja, wir haben gerade ein bisschen kurz Schritt eventuell. Oh, Sprung. Den mache ich gleich erst. Jetzt. Ja, okay, ich habe den ersten gemacht und dann bin ich mitten durchgefahren durch die nächsten beiden Sprünge. Und gegen Stein. Geil, Matze. Du. Ja, wow. So muss das. Ah, Mann. Das war eigentlich die Vorgabe. Ist ganz weit hinter uns. Ja, easy. Woher willst du es bei mir wissen? Nein. ja. Aua. Abzieher. Ich habe noch eine Minute Zeit, fast. Steht denn das? Ja, okay. Stand unten gerade bei mir. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du und ich, wir müssen über deine Zukunft. 2 Minuten 7. Und du? Komm, das Basecamp und dein 2 Minuten 6. Autobahn. Und zwar kein Scherz. Scheiße, Arschloch. Tja. Ich hab mehr, geil. ja, nur weil ich gegen einen Stein gefahren bin, glaube ich echt so. Ich bin ja voll weggeprallt. Naja, willkommen zur Offroad-Familie. Das heißt, wir haben jetzt auch Offroad-Rennen und Offroad-Händler und. Na gut. Hey, sieh einer an. Du hast es geschafft. Jetzt bist du dabei. Also, willkommen in unserem kleinen Offroad-Paradies. Was? Wo? Du findest jeden hier. Chuck. Mudder, Climber und echte Sieger. Und ich wette, zur Letzteren wirst du gehören. Der Irre ist Tucker Morgan. Aber jeder nennt ihn Tuck. Er hält sich für eine große Nummer. Aber wir zeigen dem Baumknutscher mal, wie falsch er liegt. Er erkundet gerne die Gegend. Das tun die meisten hier. Und das ist ihr Fehler. Die sollten sich lieber aufs verdammte Rennen konzentrieren. Ihr Fehler? Unsere Chance. Deine und meine. Und wie ich schon sagte, du kannst einfach in den Shop gehen und dir das Auto holen, das da auf dich wartet. Nennen wir es einfach mal eine Investition in deine Zukunft. Den Rest davon, den musst du dir verdienen. Wollen wir jetzt den N-Hall oder wie der heißt? Keine Ahnung. Okay. Rally. Ah. Oh. Aha. Okay. Müsstest du uns einen Wagen aussuchen oder wie? Wieder? Wie sehe ich das? Weiß es nicht so ganz, aber ich glaube, wir haben keine Wahl. Das Viech hier. Gibt es noch ein anderes? Auch gerade das ist das Motorrad? Probefahren, definitiv nicht. Ich glaube, wir müssen einfach die ersten Wagen nehmen, oder? Ja, ich glaube, wir haben keine Wahl. Ah, gut, dann let's go. Ach, kurz direkt einkaufen. Wenn die Gratiswagen nicht haben wollen. Also, die Gratiswagen sieht ja eigentlich schon scheiße aus, ne? Ja. Aber kostet das? 122.000! Ich dachte, ich habe viel mit meinen 12.000. 250.000. Hups, das waren oben Zuschauer, den ganzen Follower. Ups. Ja, okay. Es gibt zwar schon ganz coole, aber. Ja, doch. Chevrolet Camaro SS gibt's ja auch, Junge. Als Offroad. Aber den will ich eigentlich als Offroad haben. Mhm.
Und der sieht auch mal richtig, sieht auch mal richtig Offroad aus. Nicht wie im vorherigen Sekunden oder so. Oder auch bei die Speed, Alter. Der ist Offroad-Wagen. Die da nicht Offroad aus. Einfach schien normaler Wagen, der Offroad fahren kann. Hier sehen sie das sieht so getuned, dass sie auch so aussehen, Alter. Ja, cool. Ja. Gratis Ding da, ne? Ja, schon mal gerade noch ein paar durch. Ein paar sind auch noch gesperrt. Alter, ist schon, der ist schon cool. Der Mustang GT. Oh, ich glaube, wenn wir mit denen holen für 150.000, Alter. Das ist leider gesperrt. Aber wie viel gibt's denn hier noch, Junge? Ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Ich sehe gerade, dass die Klasse noch ein bisschen schlank ist. Ich sollte die mal anschauen, aber. Und live. Season Pass. Hat man nicht, ne? LOL! Nico? Hast du das gesehen beim Season Pass, das Auto? Ich will das haben. Bei was? Ich will das Season Pass Auto haben. Das ist der Ariel Nomad, den ich in Scrap gebaut habe. Eigentlich Scrap Perkwix. LOL. Oder? Der Perkwix. Ja. Ja, Perkwix. 1:1, Junge, aber der habe ich nachgebaut. Und vielleicht mit dir fahren. Voll geil. Was kostet diesen Pass? wenn ich gerade das war. Farbe. Ich möchte gerne die Farbe ändern. Wie kann ich denn die Farbe ändern jetzt? Gar nicht. Gibt dir eine Farbe. Das gibt gar nichts, oder? Wow. Das sieht richtig schäftig aus, richtig. Alter. Ja, danke für diesen krasse Gratisfahrzeug, Alter. Für neue Aktivitäten. Wär's, wenn du mit rumfahren ein bisschen Kohle verdienst. Mhm. Dieses Magazin will, dass wir Fotos für bin da schon machen. Durch. Du siehst, was sie im Fotoalbum haben fahren. Wollen. Es muss nicht sein, aber es wäre leicht verdientes Geld. Okay, ich habe jetzt zwei neue Offroad-Dinger. Erstmal. Ja. Wo wir da einmal Flugzeug, einmal Boot gerade reinschauen, das wir auch freigestellt haben. Okay. Flugzeug zuerst, oder? Jo. Und go. Ja, und wo bleibt die Air Force One, die ich fliegen soll? Ja. Da fliegt sie. Willkommen in der Community der Freestyler. Ich bin Sophia und ich trete gegen dich an. Hier geht es vor allem um Spaß. Wenn du rein willst, darauf habe ich Bock. Schnapp dir den Flieger, arbeite die Tricks auf der Liste in der richtigen Reihenfolge ab und greif dir dabei eine Kotztüte. Benutze sie und du verlierst. Überbiete meine Punktzahl und du bist drin. Was ich wirklich drauf habe, zeige ich dir später. Jetzt bist du dran. Okay, gut dann. Na gut. 2, 1. Jo, was muss ich machen? Okay, R2 ist Gas geben. Fliegen. Okay, ach nee. Jetzt eine Rolle. Warte, eine Rolle? Zieh den Flieger gerade und wähle links oder rechts. Bewege den Knüppel in diese Richtung, bis die Rolle abgeschlossen ist. Was für Knüppel? Ich bin ganz Schläger. Zeit für einen Luftdrift. Drücke das linke oder rechte Ruder lange genug durch und du kriegst den Dreh raus. Warte, ich kapier's auch noch nicht. Doch, einfach nach rechts ziehen. Wie? Nach rechts? Ach, mit RL, Dingensen, L1, R1. Nee, den linken Stick einfach nach rechts ziehen. Ah, hab schon gemacht, hab schon den nächsten. Mit einem Flügel nach unten aus, dann schaffst du's. Ach so. Was hat denn der Flug? Ja, was? Das mach ich auch gerade. Messflug. Also so, oder was? Alter, Messflug ist ja mega schwer. Ich stürze aber bei ihr ab, wenn ich das machen will. Wie geht das denn? Gibt es da einen Tipp? Du musst dann logischerweise L1 oder R1 jeweils drücken. Nee, ich bin schon beim nächsten, Junge. Immer noch. Was hab ich eben gemacht? Also Messflug ist aber... Bei welchem denn? Beim Messflug, Junge. Den Messflug hatte ich eben. Ich bin jetzt beim Loop. Versuche ein Looping. Zieh den Knüppel nach hinten, bis du 360 Grad geschafft hast. Ja, ist nicht so schwer. Nur ein bisschen höher gewinnen vielleicht noch. Hä? Hey, mal Gas geben. Oh, ne Idee. Oh, danach kommt ein Tiefloop. Warum stürzt es nicht ab? Der Looping. Ach, ich nicht abstürzen. Tiefloop? Geil. Hä? Abgemacht und jetzt? Boom. Ja. Hat dich gezählt, Nico? Ich hab dann... Looping. Aufgabe erfüllt. Und crashen. Bam, Junge. Hey, Nico? Was war jetzt? Hast du bitte Looping gemacht? Da einfach. Ziehen, ja, Stick, hab ich gemacht. Zweimal schon. Und zweimal komplett einmal rum. Drei, also einmal komplett, ne? Tja, dann. Keine Ahnung. Hä? Warum hast du deinen Tiefflug gesagt? Den Tiefflug hattest du doch noch gar nicht. Nee. Ich dachte, ich begonne jetzt als nächstes, weil ich durch war, aber. Nach dem Looping.
Oh, doppelt Looping. Boah, was kannst du eigentlich, Alter? Ich bin schon durch. Ja, fragt das Spiel, warum das so verbuggt ist. Ja, verbuggt. Wie viel Looping soll ich denn noch machen? Ach, jetzt? Wow. Arschloch. Jetzt der Tiefflug. Rate mal, was das bedeutet. Was ist ein Tiefflug, Nico? Pass jedenfalls auf, dass du die Baumwipfel nur streichelst. Sonst kriegst du einen Crashkurs im Auf dem Kopf landen. Der Tiefflug ist ja easy. Ah! Adler! Kann ich auch landen? Das war echt super. Guter Flug. Okay, geh zu meinem Partner Emmett an der Bahn. Dann können wir die Sache wirklich ins Rollen bringen. Alter, Dingens. Geil. Wie heißt denn Monster Truck, meine Güte? Was? Warte kurz. Tja. Da gibt's auch einen Monster Truck. Und du musst das neue Talent sein, das Sophia erwähnt hat. Ich mal sehen, ob sie sich mit Leuten so gut auskennt wie mit Flugzeugen. Und mit Autos. Und mit... Ach, egal. Du verstehst das schon. Nun, worum es hier an diesem Ort geht, das ist schwer zu beschreiben. Siehst du die Leute? Sie sind hart, sie arbeiten hart. Und kommen irgendwie klar. Solange du das nicht verinnerlicht hast, gehörst du nicht hierher. Aber hey, Sophia birgt für dich. Also musst du gut sein. Sie und ich haben übrigens etwas für dich unten im Laden. Da hinten. Da kannst du dir neue Maschinen abholen, wenn du sie verdient hast. Aber wenn man sie für lau bekommt, sollte man lächeln. Vergiss nur nicht zu lächeln, wenn sie dich da oben fertig macht. In der Zwischenzeit solltest du rausfinden, was du tun willst. Es gibt keine Regeln, außer gib dein Bestes und hab Spaß. Ich hoffe, du befolgst sie. Na dann, da fertig gequatscht. Wunderbar. Du musst dir mal, wenn du dir das Flugzeug aussuchst, das zweite von hinten anschauen. Ja, chill mal, der war drauf, Misch. Er ist davon. Ja, mach ich gerade. So, also ich kann jetzt mir hier Sachen anschauen, ne? Wahrscheinlich herumlaufen. Okay, und da ist der Monster Truck. Ich kann wahrscheinlich den nicht gönnen, weil, ne? Geht doch nicht. Gibt's noch nicht. Also, man könnte Proben vielleicht kaufen können. Ah, aber nein. Okay, also gerade Flugzeug drücken wahrscheinlich. Ja. Und das zweite von hinten anschauen. Ja, die sind alle erstmal quasi gleich auf, ne? 200.000? Sieht ein Pass. Ja. Ich glaube, ich sehe schon, was du meinst, Nico. Was ist das? Ist das die Turbine, die abgefallen ist, wo dein Sitz dran geklebt wurde, Junge? kann man irgendwie die Kamera drehen? Nee, gell? Nee, leider nicht. Alter! Was ist das? Das ist voll geil. Das war auch scheiße teuer. Also was heißt voll geil? Ist voll komisch. Naja. Erstmal holen. Naja, kann ich leider nicht. Ja, gerade Flugzeug, let's go. Ja, Farbe kann ich eh nicht ändern. Gut. Not. Dann Boot. Ja. 15 Aktivität. Sobald du, weißt du was? Sagst. Follower kriegt man ganz leicht. Bin bereit. Nur coole Sachen zeigen. Oh, Touring Car kommt da auch. Was? Oder ja, riesen Sprünge machen. Ach egal. Je mehr du davon aneinander reißt, desto mehr Follower kommen. Mhm. Na gut. Boot, ich wäre bereit in 3. Also, dann starten in 3, 2, 1, go. Okay. Hört zu, Leute. Ich suche einen Fahrer. Wenn ihr was drauf habt im Wasser und in der Luft und hinterm Steuer, um Letzteres kümmern wir uns später, dann seid ihr vielleicht die Richtigen für mein Team. Unterbietet die angegebene Zeit und ihr seid dabei. Versagt und nun, ich bin sicher, jemand anderes springt für euch ein. Alexis Kendrick Racing gibt sich nur mit Siegern ab. Ich bin Alexis. Ich weiß das. Jaguar-Schrift ist verbuggt. Also, nein, verpixelt, sagen wir mal so. Jetzt nicht mehr. Okay. Okay, bei mir nicht. Ist ja alles gut. Boah, ich mein Jaguar fahren. Ja, echt mal. Nitro, geil! Das wird schon geil. Drücke übrigens den Stick am besten nach vorne, von dir weg. Dann geht das Boot nämlich nach vorne. Genau. Nicht eher zu mir? Jetzt war nur bei Wellenkamm oder so, ne? Ich glaube, so war das. Ich war aber auch immer gerade überlegen. Meine Soße. Also, zu mir geht die Schnauze nach oben und nach vorne drückt geht die Schnauze nach unten. Nach unten ist doch eigentlich.
Nee, nach hinten, Nico. Probieren. Ja, nach hinten. Sicher? Ja, ja, stand da gerade als Tipp. Ja, erst hat mich Nico verarscht, damit ich hier langsamer bin. Ich bin Arsch. Jetzt holen mich die Gegner aber auch ein, jetzt wo ich nach hinten drücke. Ja, aber die ist auch noch wahrscheinlich. Ah, fuck, hier ein Steiner. Das war etwas zu knapp. Also, warte mal, drückst du von dir weg den Stack? Ja, zu mir. Du hin? Ja, zu mir. Also nach unten. Ja, nach unten. Wenn du den Controller von der Oberhand schaust. Ja, stand auch da. Also, siehst du ja, wenn du auf den Schaufel oben gedreht hast, dann von unten nach oben gehen. Du hörst doch übrigens auf dem Sound, ja. Der hört auch, dass du merkst auch, dass du langsamer bist, wenn du nach vorne drückst. Ah, okay. Oh, bin übel umgefahren. Sorry. Ich hab kein Hydro mehr. Ja, easy. Aber ich fahre da gar nicht mal in den Schachtkraft. Wo bist du eigentlich? Welcher Platz? Aber macht sehr einzeln. Also schon erster, du? Ich wollte 5 Center. Cool. Also auch erster. Das war voll easy, das Rennen. Ja, aber die kamen am Ende schon ein bisschen eingeholt. Aber ich war ganz vorne. Also. Der Boot ist irgendwie auch ganz geil. Aber. Ja. Ja, Racing normal ist halt geiler. Wir sind es. Ja. Alter, am GGTR 3. Links liegt, ne? Darauf, dich im Team zu haben. Alter. Ein paar Kleinigkeiten musst du noch verbessern, aber das wird schon. Ich bring dir alles Wichtige bei. Die Arbeit wird hart, aber die Ergebnisse siehst du auf der Straße. Will die fahren? Auf den Wellen jetzt? Und in der Luft. Kann ich die einfach umboxen und in den Wagen schnappen? Das ist bestimmt. Ja, hier bereiten du sich die Pro-Racer vor. Nein, kannst du nicht. Ab jetzt darfst du auch hier sein. Glückwunsch. Das ist Clarence Bishop. Was für ein Bischof? Er ist der amtierende Champ. Reinster Rennadel. Sein Vater und Großvater waren Martin. Alter! Was sein arrogantes Auftreten erklärt. Wenn du gewinnst, wird er darüber nicht glücklich sein. Clarence ist oldschool. Er findet, nichts sollte sich ändern. Viele sehen das allerdings anders. Ich glaube, wir brauchen hier ein Gleichgewicht. Alter. Aber mach dir doch selbst ein Bild. Nur falls du dich wunderst, im Shop wartet ein Powerboot mit deinem Namen auf dich. Mein Name drauf, was? Ist verdient. Und du wirst es brauchen. Den Rest davon kannst du später kaufen. Nice. Das nicht, Heißsporn. Noch nicht. Du musst zuerst ein paar Mal in den Kreis der Gewinner gelangen. Aber heißt das, du musst ein Boot fahren, damit man diese coolen Wagen bekommt? Die ist jetzt gerade richtig. Also, du musst aufsteigen, so gesehen. Also erst alle Bootsachen absolvieren, um die nächste, das siehst du auch jetzt, Sache freizuschalten. Ach, es gibt doch noch andere Sachen. Ah, okay. Alter, das ist mies. Ja. Bist du... Welches Nico? Das schönste Boot. Ja. Stehe ich gerade vor dir? Weil über... Warte, ich muss mal rausgehen. Der ein Tutsi hier steht. Bist du... Hi! Ja, Leute, hi! Wusste ich gar nicht! Hi! Bruder! Ach, wow, das ist ein Katamaran. Wow. Ja, hat er auch noch Frau ausgewählt bei der Charakterstellung oder gab es gar keine Charakterstellung? Unsicher. Doch, du hast einen Mann anscheinend ausgewählt. Dann gab es aber gar nicht die Auswahl, weil... Wenn ich könnte, doch, hätte ich definitiv nicht mehr ausgewählt. Es gab aber die Wahl. Oder? Ach doch, hatte ich, weil die Frauen alle scheiße aussahen. Deswegen. Weil die alle quasi, naja, eher wie Männer aussahen. So war das. Deswegen vielleicht, das kann natürlich sein. Das Lustige ist, das dachte ich bei meiner Frau aber auch, dass sie ein Mann wäre. Stimmt, da war was. Ging auch, die dann alle, die waren richtig, ist halt echt schlecht gemacht. Deswegen. So, was wird's denn für Brote, Alter? Also, die werden, vor allem, die kosten direkt 300 irgendwas 1000, Junge. Will ich verarschen? Also, 400. Tja. Das Schiff, das Ding, was wir gerade gefahren sind, ne? 460.000, Junge. Beste, was es gibt. Ja, nice. Bekomme ich direkt das beste Schiff hier angeboten, ja? Nächstes Jahr, Schatz. Was, wir konnten Farbe auswählen? War das doch. Weiß. Du hast was genommen? Yep. Das sieht doch am besten aus. Passt halt einfach dazu. Na ja, gut. Schön, auch freigeschaltet. Dann haben wir die Folge beendet. Also, sobald ihr hier fertig gelabert habt, neue Aktivitäten. Falls du es noch nicht bemerkt hast, jetzt können wir Videos über die Live-App bearbeiten. Öffne einfach die Karte und du findest alle nötigen Tools. Wenn du die Babys postest, bringt uns das jede Menge Follower. Ja, gut, dann haben wir alles erstmal, oder? Das heißt, als nächstes müssen wir... Ja.
Wassermisch, ob jetzt die nächsten Rennen machen Keine müssen, also Ahnung. quasi Wasser und Luft und Offroad, um dann weitere Street Races freizuschalten. Oder ob wir bei Street Races ihre Schwierigkeiten machen müssen. Ich weiß es nicht, ey. Naja, absolut keine wir sehen uns Ahnung. Das mal und nächste Folge schauen wir mal, was wir machen. Und dann danke schön fürs Zusehen. Und tschüss, bis zur nächsten Folge von The Crew 2. Ciao.